Ansonsten liken wir es gleich. Ja, herzlich willkommen zu dieser etwas improvisierten Session. Ja, nach dem etwas improvisierten Talk gestern. Und ich möchte einfach mit euch in den Dialog treten über diese Ideen. Ich habe es jetzt eben schon hier im Raum gesagt. Das war ja ein Talk, der eigentlich, also für mich sehr konkret ist, weil er so aus dem Content und aus dem Arbeitsalltag entstanden ist. Ich würde kurz was sagen, wie ist der Talk entstanden? Warum habe ich das Thema angeboten? Wird euch mal zu der Genese dieser Ideen was sagen. Da wird es nämlich eigentlich so ein bisschen einfacher, als nur mit so 10 Indizien konfrontiert zu werden und dann, wie unsere Tochter immer sagt, go with the flow, dann würde ich einfach mit euch einen Dialog, Fragen beantworten, was auch immer dann passiert in den nächsten Minuten. Genau. Ich teile diese, also das war jetzt ja ein Vortrag ohne Folien. Ich teile den Inhalt auch später mit euch. Ich kann den eigentlich auch komplett in den Chat kopieren, weil es einfach ein Textdokument ist. Ich kann den auch hier gleich mal teilen, dann üben wir das auch mal. Können wir es auch als Hintergrund die ein oder andere Sache visualisieren. Darf ich gleich Genau, mal wie kamst fragen, du bist dem du Talk? Also Entwickler? jetzt erstmal ganz Oder wo konkret. arbeitest du? Achso, genau, ich arbeite bei Siemens Ah, und okay. bin ansonsten noch in der Gesellschaft für Wissensmanagement tätig. Man sieht schon, das ist alles gar nicht so gebrandet mit Siemens. Ja? Aber das ist natürlich eine Quelle für meine Überlegungen und man könnte das jetzt auch so eine Success Story Wiki draus machen. 2008 haben wir damit angefangen. Und das ist, glaube ich, ein System, was 100% Adoption hat. Ja, klar, wenn man so viel Zeit hat, von 2008 bis jetzt ist auch nicht so die Kunst, aber wirklich ein System, was jetzt niemandem verordnet wurde. Und tatsächlich lösen Wikis natürlich viele Probleme. Ja, kommt dann nachher noch dazu. Aber es ist jetzt weder die Pitch für ein spezielles Produkt, sondern es soll eben die dahinterliegenden Prinzipien auch ja veranschaulichen, was eigentlich wichtig ist für den Content. Und die lassen sich auch auf andere Produkte anwenden. Ist man mehr oder minder glücklich mit den Produkten. Ja. Der Hintergrund meiner Tätigkeit. Und also tatsächlich ist meine Tätigkeit auch irgendwie so zur Hälfte handwerklich. Also ich entwickle auch noch Software zum Schrecken unserer gelernten Informatiker und Softwarearchitekten. Also ich bin, was Softwareentwicklung angeht, eher so Do-it-yourself, Generation C64. Von der Ausbildung bin ich halber Elektrotechniker und dann studierter und promovierter Psychologe. Also bin dann doch eher im Abstrakten unterwegs. Was für die Softwarearchitektur manchmal gar nicht so verkehrt ist. Aber den Respekt der ausgebildeten Kerninformatiker, den muss man auch erstmal verdienen. Ja. Gut. Also insofern, das ist eben diese Ideen sind wirklich so aus dem Doing entstanden und auch immer aus der Diskussion. Was wollt ihr denn mit diesem Wiki? Das können wir doch alles auch mit SharePoint und E-Mail oder sonst was. Und teilweise stimmt es auch. Und teilweise stimmt es halt überhaupt nicht. Und wenn man sozusagen, dann kam, also gut, vielleicht doch ganz gut, was jetzt sie dazu sagt, dann mit diesem Hintergrund Collaboration Software zu verantworten, bin ich mit drei Kollegen wieder zurückgekommen in eine Abteilung, die sich mit Artificial Intelligence beschäftigt. Und da sind tatsächlich auch die Leute drin, die sich mit der klassischen symbolischen KI, die nennen wir schon gar nicht mehr KI, sondern Knowledge Graphs, ist ja da das hippe Thema. Und aber die Machine Learning-Leute sind also auch dabei. Ne? Das ist schlauerweise so eng zusammen, dass man wirklich dann einen Eindruck bekommen kann, was AI im Kern eben ist. Und von der symbolischen KI, da verstehe ich so 80, 90%, wenn die Kollegen Vorträge halten oder Doktoranden Vorträge halten und von Machine Learning variiert zwischen 20 bis 70%, würde ich mal sagen. Ja. Genau. Und eben ein Teil, der andere Teil der Arbeit ist wirklich Down to Earth, dieses Wiki.
zu betreuen, zu gucken, wo geht es strategisch hin. Und wir haben, machen aber auch noch den Support mit Einzelnutzern. Also wir machen keine Schulungen, aber die Anfragen, die Support-Mailbox ist alles bei uns im Wiki-Team. Es ist nur eine Handvoll Leute und funktioniert aber. Also Nutzer bei Siemens sind irgendwie 250.000 Leute. Wenn man sagt, wer ist da aktiv, ist es auch keine Kunst, weil mittlerweile in jedem anderen technischen System, sobald ein bisschen mehr beschrieben werden muss, wird ganz oft häufig aufs Wiki verwiesen. Ja. Also deswegen machen auch häufig schon Umfragen gar keinen Sinn mehr, hast du das Wiki benutzt, weil es teilweise Kollegen gar nicht so wahrnehmen. Ja, also ich sage, keine Ahnung. Aber sie haben halt irgendwie auf den Link geklickt und haben da letztlich eine Website gesehen, die da drin ist. So, das ist so ein bisschen die Hintergrundfolie. Genau. Und tatsächlich, also der Simon hatte mich gefragt, willst du nicht einen Vortrag einreichen? Und machst du was strategisch? Nee, redest du mal über das, was dich tagtäglich bewegt. Sage ich zu meiner Frau, ich soll einen Vortrag einreichen, habe quasi null Zeit, für Folien wird es nicht mehr reichen. Was meinst du, worüber ich sprechen werde? Und sie auch so, ach ja, die PDFs und so, also weil ich ja dann immer erzähle, so, ach, da will wieder jemand KI machen und dann sagen sie, ich habe hier drei PDFs, ja, und das ist sozusagen das Schlimmste, es ist natürlich das verbreitetste Format, aber es ist natürlich entwickelt worden dafür, dass Menschen sich das in 20 Jahren noch anschauen können, aber es ist natürlich überhaupt nicht dafür entwickelt worden, dass irgendwie es maschinell verarbeitet wird. Ja, und jetzt verwechselt man sozusagen die große Verbreitung mit der guten Geeignetheit für AI. Und manchmal ist es auch so, dass man sagt, ich habe halt nur ein PDF, okay, dann muss ich das halt zerflöhen. Aber für den ganzen Content, den womöglich eine Firma auch noch selber erzeugt und so, der beginnt ja nicht beim PDF. Und ich leide dann eben so unter Sätzen wie, ja, also das ist ja das natürliche Format. Ach, das ist interessant, ihr schreibt im Adobe Exchange. Natürlich nicht. Also man muss natürlich, wenn man Digitalisierung machen will, irgendwie so ein bisschen weiter vorne am Prozess anfangen. Ja? Und dann hat man häufig sehr schön strukturierte Inhalte, die man einer AI sehr gut zur Verfügung stellen kann, ohne erstmal diese ganze PDF-Arie singen zu müssen, um das Ding zu zerpflücken und am Ende hat ganz schlechte Content-Qualität. Und wie es der Zufall will, Wikis sind halt sehr gut geeignet, insbesondere wenn Leute Überschriften und Ähnliches doch noch verwenden, ja, um einen Content, eine AI gut zur Verfügung zu stellen. Genau, das ist sozusagen das, was dann so ganz konkret dazu geführt hat. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du jetzt das irgendwie, dann war ich so leichtsinnig, ich habe gesagt, dann mache ich mal 10 Prinzipien, sind 10, 5 Minuten, das könnte hinhauen. Es waren ja gestern nur so 9 oder so. Jetzt habe ich es noch hingefälscht, dass es 10 sind. Und durch das Open by Default. Aber darum geht es ja im Detail nicht. Und diese ganze Überlegung, die haben, also hat viel einfachere, das ist jetzt hier im Raum, gut, ne? Hat ganz viel einfachere Vorläufer, die vielleicht auch ganz hilfreich sein können. Boah, okay. Das funktioniert nicht gut. Dann nehmen wir die Deutsche, ist ja eine deutsche Veranstaltung. So. Also, wir haben uns eben schon länger überlegt, was macht denn irgendwie guten Content aus und wie kann man denn, also auch immer vor dem Hintergrund, das kann ich doch auch schon mit E-Mail machen oder SharePoint haben wir doch eh und warum sind denn Dokumente so schlecht, war. Da haben wir uns im Team schon länger Gedanken gemacht, was macht denn eigentlich guten Content aus? Und jetzt jenseits von so 10 Prinzipien gab es irgendwann mal diese 3, die sind ja schön, ist ja wirklich schön, schön handhabbar mental. Also sagen wir, der Content muss halt irgendwie adressierbar sein, gut abzurufen, also eben, dass man die Suche nicht vergisst. Also bevor es den Gen-AI-Hype gab, ist natürlich war das Thema Suche ja das Allerwichtigste und es ist gestern gesagt, Suche ist ja immer noch das, was unter 90% der Systeme liegt, die wir jetzt mit Gen AI bauen. Da findet vorher eine Suche statt. Und dann werden die Suchergebnisse der AI gegeben, um was zu formulieren oder um was zu formatieren. Kaum jemand trainiert von Haus aus diese Modelle.
und auch die Aussagen, dass das einige Millionen kostet und Wochen bis Monate dauert, möglicherweise so ein bisschen auch nach oben korrigiert sind, damit die Hersteller eben sagen, hier, lass uns das mal machen. De facto ist es natürlich schon so, dass dieses Trainieren dieser Basismodelle, erstmal muss man wissen, wie man es trainiert. Das kostet doch viel Rechenleistung und Zeit. Dann sind diese ganzen Systeme nach mit sehr viel User-Feedback von niedrig bezahlten Menschen irgendwo auf der Welt. Das kann man auch nicht mal eben nachbilden. Also deswegen sind die ganzen Lösungen, die, ich hatte das auch in einer dieser Thesen, die als Training verkauft werden, gar kein Training, sondern da wird vorher eine Suchmaschine angeworfen. Also im Grunde diese, was ist alles wichtig, Content soll eben retrievable sein, also man braucht irgendwie eine gute Suche. Mit Schreibfehler, steht bei uns im Wiki, mache ich hier raus. Und eben ganz wichtig, ich hatte es mit diesem Zeitungshinterglas beschrieben, es geht auch darum zu sehen, ja, wir hatten da zuletzt an dem Content was gemacht. Ja. Und häufig finde Technik Fairness Management so Darstellungen ganz schön, die so ganz clean sind, ja. Aber für die Arbeit sind diese cleanen Darstellungen halt häufig überhaupt nicht hilfreich, weil ich sehe gar nicht, was ist da zuletzt passiert. Dieser clean Content ist halt irgendwie auch irgendwie so ein bisschen klinisch tot. Ja. Und deswegen, da kommt dieser Observable her. Eigentlich kommt das alles aus dieser Diskussion Web 2.0, Enterprise 2.0. Da hat man mal so Andrew McAfee hat auch mal so Konzepte entwickelt. Das ist alles viel, 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 viel älter. Aber wenn man sich mal so drei Punkte nimmt, dann nimmt man irgendwie, sagen wir eben, Addressable, Retrievable, Observable genannt. Jüngst gibt es eine Community aus dem Semantic Web, die nennen das irgendwie FAIR. Ja? Ich kriege es gar nicht hin. Das eine ist Accessible. Ich weiß es nicht. Aber könnt ihr googeln. Also das hat so ein bisschen, das ist das Ähnliche. Also wenn man sich viel Gedanken macht, was ist eigentlich wichtig am Content. Jetzt habe ich natürlich die Semantic Web Kollegen auch noch bei uns im Team. Und natürlich wäre es noch schöner, wenn man dieses Semantic Web hätte mit ihren ganz heiligen, hochheiligen Links, die nie kaputt gehen und die aus Ontologien stammen. Aber irgendwie dauert es immer noch an, dass das tatsächlich in die Praxis kommt. Deswegen sagen wir immer so Wikis, das sind Links, die gehen nicht so schnell kaputt. Das ist im Grunde so das Semantic Web, light. No? Good enough oder zumindest better than nothing. Dann ist es halt noch wichtig eigentlich, dass ich auf den Content auch granular zugreifen kann. Also da leiden wir sozusagen auch am Wiki. Das ist eben extrem flexibel. Ich kann Seiten schreiben, die sind also ganz kurz, so ein Absatz. Ich kann aber auch Wiki-Seiten schreiben. Das machen an der Stelle leider auch Kollegen aus verschiedenen Gründen, die unglaublich lang sind. Die haben dann zumindest Zwischenüberschriften. Und da ist natürlich absolut sinnvoll, wenn ich auf irgendeinen Abschnitt, auf einen inhaltlichen Abschnitt verweisen will, arbeiten gerade auch an Normen, dass man auf Normen halt genau an die Stelle springen kann und im Prinzip auch weiß, was da dahinter ist. Also das funktioniert in dieser ganzen Dokumentengalaxis natürlich gar nicht. Im PDF kann ich nach auf Seite 23 springen und das war's dann. Ich kann dann niemals auf einen Absatz springen, schon gar nicht mit der Idee, was da dahinter ist. Also so, das ist sozusagen die Hintergrundfolie und das sind dann gestern diese zehn etwas hoffentlich zur Unterhaltung dienenden Aspekte draus geworden. So. Und zum Thema Vergleich mit SharePoint und Wiki gibt es nochmal so ein bisschen eine andere Sicht drauf. Und den Link aufs White Paper habe ich in den Kanal gepackt. Das haben wir dann veröffentlicht, weil wir gesagt haben, es ist jetzt nicht so Kern-IP, da haben wir keinen Stress, als Siemens das zu veröffentlichen. Moment. Ich teile das Falsche. Völlig automatisiert habe ich nur das Fenster gegeben. Also wie ich es immer mache, wenn ich im Homeoffice bin. Aber sprichst du jetzt von einem unternehmensinternen Wiki oder ist das ein Wiki für die 270.000 Nutzer? Oder 270.000 Kollegen weltweit? Das ist unternehmensintern. Also Siemens intern. Ist ja so groß, genau. Also das ist unternehmensintern. Mhm. wikisiemens.com, da solltet ihr keinen Zugriff haben, wenn ihr nicht Siemens-Mitarbeiter seid. Wenn du Zugriff bekommst, dann sag Bescheid. Ich hätte gern. Genau, also
Genau. Also es ist intern, aber es ist natürlich riesengroß. Und es steht eben auch wirklich für einen offenen Content. Also im Prinzip ist es schon eigentlich das bessere Intranet. Ja, also besser jetzt in Bezug auf das, was ich eben vorgestellt habe, was diese Eigenschaften des Contents und des Systems angeht. Aber es ist im Grunde so wie ein Intranet. Und Intranet ist ja heute in den meisten Firmen und in der Siemens AG auch eben SharePoint Online. Ja, hätte man sich vor 5 Jahren irgendwie auch nicht. Also gab es heute noch spezielle Intranet-Systeme und so weiter, aber zumindest wie ich das so erlebe, auch auf Konferenzen, seit einigen Jahren eigentlich SharePoint Online, eigentlich in den meisten Fällen das Intranet, und das Wiki kann man genauso verwenden, ist ja im Grunde egal, alles hat im ersten Schritt mal Links und man kann Sachen abrufen und abspeichern. Genau, und dann gibt es eben dieses White Paper. Ja, aber immer doch. Ja, genau. Ich arbeite bei Dativ in der Unternehmenskommunikation und wir haben ziemlich überladene Dativ.de-Seiten, würde ich mal sagen. Wir sind gerade dabei, die umzubauen und wir fragen uns gerade, wie wir die Inhalte, die wir dann quasi rausschmeißen, für unsere Nutzer zugänglich machen. Wäre dann ein Wiki eine gute Lösung, dass wir dann über eine Schnittstelle anbieten und die KI sucht sich dann in diesem Wiki quasi die Inhalte, wenn wir die öffnen? Geht es so in Richtung Archiv? Also das ist ja eigentlich, wie so typischerweise sagt man, ich habe so viele Inhalte und ich weiß gar nicht, welche benutzt werden. Und wir müssen mal, das tut so ein bisschen in der Seele weh, dafür ist das Wiki natürlich, aber natürlich könnte man es als sehr gutes Archiv verwenden. Man müsste natürlich schauen, dass man diese Links irgendwie automatisiert umschreibt, dass dieses Archiv dann wenigstens so funktioniert. Aber der Weg ist natürlich genau das, dass ich eben genau diese Aspekte habe, ne? Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Intranet, ihr solltet halt schon wissen, welche Seiten wirklich auch abgerufen werden. Genau, also Intranet ist auch nicht das Problem. Also da können wir das anbinden über Knowledge-Tools und so weiter. Das Dativ.de ist dann das nach außen hin. Nach außen, das Mitglieder, genau, für unsere Kunden. Wie macht ihr das da bei Siemens? Nach außen haben wir jetzt kein Wiki-artiges System, haben ein klassisches CMS. Auch, okay. Ich habe mal Blogs gemacht von 2006 bis 2016, da war ich mal für blogsiemens.com verantwortlich. Das war eigentlich sozusagen mein erstes 2.0-System, was ich einführen konnte. Das Wiki ist eben das, was überlebt hat, muss man jetzt auch ganz klar sagen. Mhm. Okay. Also es ist nicht Internet-Facing, ja. Okay. Genau. Ja, machen wir gleich. Ich mache ganz gleich, also das White Paper, ich habe den Link reingepostet, hat eben nochmal so ein bisschen einen anderen Aspekt, das ist jetzt auch schon, das wieder drin, 2022, ein bisschen älter. Das sind 6 Abschnitte gegliedert, ja, also Fragen, wie viel Content, vielleicht geht das sogar in die Richtung, wie viel Content wollen wir denn, mit wie viel Content haben wir es zu tun, da gibt es Unterkriterien, die man jetzt nicht sagt, ja, wie wichtig ist mit Design und Layout, das ist auch total spannend. Meine Philosophie ist ja Design und Layout wunderbar, solange man die Agentur bezahlen kann. Aber wenn man dann kein Geld mehr für die Agentur hat, dann sollte man nicht den Content verlieren. Also irgendwie sollte das ein Layer sein. Also da wird ganz viel darüber diskutiert. Das Design da ist besser als hier. Dann wieder die Suche, kennt ihr jetzt schon. Wie kann ich eben den Überblick behalten? Das ist genau das Thema. Es ist irgendwie alles zu viel geworden. Und eigentlich ist am Ende die Frage, wo das Wiki stark ist und wo eben solche Systeme, die auch für die AI stark sind, kann ich denn überhaupt, wenn der Content wächst, den gut verwalten? Also eigentlich ist dieser 6. Punkt das Hauptdifferenzierungsmerkmal. Und dieses White könnt ihr auch eigentlich für fast jedes System, was irgendwas mit Collaboration zu tun hat, verwenden. Könnt ihr abrufen, Link ist im Chat drin. Findet wahrscheinlich auch, wenn ihr meinen Namen und Collaboration Requirements googelt. Das ist so ein bisschen technologieoffen, die FDP sagen, technologieagnostisch, obwohl es eben aus einem Vergleich zwischen SharePoint. So. Jetzt bin ich ruhig und jetzt machen wir Dialogfragen. Genau. Ich starte mal, gebe gleich das Mikro weiter. Ich komme von der Bundesagentur für Arbeit. Wir haben in einem Teilbereich der Familienkasse 2019 eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und festgestellt, dass den Mitarbeitern für die interne Information oftmals gar nicht klar war, welches Medium ist für was gedacht, Punkt 1 und Punkt 2. Es gibt viele Redundanzen. Also wir haben auch ein Wiki
Und es gibt ein hübsches Intranet und die Mitarbeiter, denen war gar nicht bewusst, letzten Endes, wo sie was finden. Wie geht ihr mit solchen vermeintlichen Widersprüchen um? Das wäre die Frage 1. Und die Frage 2, wie gelingt euch bei einem Wiki die Qualität zu sichern? Also wir sind immer vor der Frage, veröffentlichen wir Weisungen, die ja top-down im Grunde dann festgesetzt sind? Machen wir die kenntlich? Wollen wir, dass darüber diskutiert wird? Aber wir wollen natürlich nicht, dass die Weisungen bottom-up dann verändert werden. Ja, das wäre die Frage 2. Ja, Frage 2 ist eigentlich die... Ja. Ist eigentlich die, die das Mikro geschützt, falls es mal runterfällt. Drop the mic. Also die Antwort auf deine erste Frage ist halt eine übergreifende Suche zu haben. Also wenn ich mehrere Systeme habe, sollte ich wirklich eine übergreifende Suche haben. Die haben wir, die ist relativ gut und auch da schon fast die Brücke zum zweiten, also halb zum zweiten. Ich habe ja gestern Open by Default, das ist ganz wichtig. Ich bin, glaube ich, seit 15 Jahren mit einer Folie unterwegs, wo ich immer behaupte, wenn du ein Berechtigungssystem dran baust, dann steigt die Komplexität exponentiell. Bisher hat mir noch kein Informatik-Prof im Publikum widersprochen. Das heißt, in dem Moment, wo ich eben ein Intranet habe und der Content für jetzt die ganze Bundesanstalt oder so offen ist, muss ich natürlich immer noch irgendwie eine interne Suche bezahlen, aber kriege ich das eigentlich ganz gut hin, dass ich eine gute Suche habe. Nur ist es so, dass Nutzer meistens Suche eigentlich immer schlecht finden. Das wäre jetzt eine andere Session. Wie kriegt man das hin? Man kriegt es halt hin, indem es erstmal so ausschaut wie Google und dass man so einen Suchschlitz hat. Und vielleicht hilft sogar irgendwie so ein Chat-Interface als Alternative zur Suche. Das haben wir auch im Wiki genauso und genauso habe ich auch verstanden. Ich weiß nicht, wie gut das alles ist und ob überhaupt die Nutzer dann am Ende diese Sachen lesen wollen. Immerhin sind unten ja die Quellen dran. Im Grunde ist es dann erstmal ein alternativer Zugang zur Suche und ich würde nicht sagen, wie die Wette ausgeht. Eigentlich können Suchtreffer auch viel effizienter sein als so ein formulierter Absatz und dann steht die nächste Frage. Also man könnte jetzt die Suche auch so ein bisschen der nochmal eine zweite oder dritte Chance geben, indem man der halt auch so ein Chatbot-Interface anheimstellt. Ich habe ja vorhin gesagt, unten liegt eigentlich immer eine Suche. Aber gemeinsame Suche über offene Inhalte ist so eine Antwort auf die erste Frage. Naja, und die zweite ist jetzt im Grunde Open by Default. Und zwar dieser eigentlich noch radikalere Aspekt, ist es eben auch Open for Editing. So. Und tatsächlich ist das, was wir 2008 gelauncht haben, ist eben auch Open by Default. Das führt halb in die Irre und halb ist es wahr mit diesem Wikipedia-Ansatz. Also sind ungefähr 150 Seiten, jetzt muss ich aufpassen, sind ungefähr 80.000 Seiten jetzt, die sind nach wie vor, jeder kann die editieren. Und natürlich bestanden die ersten 10 Jahre häufig aus der Frage, ja, kann ich da nicht ein Berechtigungssystem dran machen? Und die Antwort war bei uns, das ist jetzt so, der Sponsor ist die Kommunikationsabteilung. Die Idee das ist ja, dass jeder alles editieren kann und überlegt doch mal, ob es nicht sozusagen geht. Und jetzt ohne, das wäre sehr schön, da eine Studie zu haben, aber ohne, also aus dem Gefühl der Intuition von 10 Jahren würde ich sagen 50% Hitrate. 50% der Leute haben dann irgendwie beim Nachdenken, also genau, und dann war so eigentlich, das ist jetzt eher so eine organisationstheoretische Sache, dann war es eben so, dass ich gesagt habe, wenn du einen geschlossenen Space haben willst, dann musst du was dafür bezahlen. Ja? Das war jetzt gar nicht so in Bezug, also Strafzoll für Sharing gedacht, aber de facto war es so, das Team bestand aus 2 Leuten. Es war völlig klar, wir können überhaupt keine Rechte verwalten für eine Siemens AG. Das ist unmöglich. Und im Grunde haben wir gesagt, und wenn du das jetzt willst, dann machen wir dann ein kleines Preisticket dran. Das ist kostendeckend, da ist keine Abteilung, ein Riesengeschäft oder so, aber so. Und das hat schon dazu geführt zu diesen 50%, die gesagt haben, naja, okay, wir probieren es mal. So, jetzt kommt schon wieder eigentlich der Link auf diese Kriterien. Was verspricht man dann den Leuten? Und man sagt ihnen, naja, pass auf, mach Folgendes.
Du kannst immer oben hinschreiben, bitte hier mal nicht editieren machen. Auch Kollegen funktioniert auch wunderbar. Ja. Kommentieren haben wir eigentlich immer offen gelassen, weil wir wollen ja irgendwie einen Dialog, ne? Nicht Zeitung hinter Glas. Und ansonsten, wenn du Sorge hast, dass da jemand was irgendwie kaputt macht, setz dir Notifications. Also dann kriegst du mit, wenn jemand was ändert. Und überdies ist im Wiki ja so, dass jede Änderung mitgetrackt wird und in einem Unternehmen natürlich mit Klarnamen. Das heißt, wenn jemand was mutwillig, böswillig ändert, würdest du es ja auch noch sehen, wer es geändert hat und kannst die alte Version wiederherstellen. So. Was bleibt jetzt am Ende noch an Restrisiko, muss man eigentlich sagen? Und es gibt diese Fälle, die sind aber quasi, ich sage immer nur, das sind quasi juristische Fälle, ja, wo es Rechtstatbestände gibt, wo man sagt, da liest jemand was, der nimmt das für bare Münze, dazu hat er oder sie auch ein Recht. Und jetzt gibt es richtig Ärger. Wird damit Teil einer Produktdokumentation und jetzt Klage in USA. So, Medizintechnik wäre da so ein Bereich. Aber ich kann wirklich sagen, nach dieser langen Zeit, die Fälle, dass da was passiert, die gibt es quasi nicht. Ja? Also wir hatten die Erfahrung mit der Blog-Plattform vorher irgendwie. Es gibt im Unternehmen das nicht, weil im Unternehmen es mit Klarnamen sichtbar ist. Es gibt soziale Regeln. Thema durch. Aber auch nach 15 Jahren trifft man immer noch auf Leute, die sagen, ach, lass uns das dicht machen, weil da jemand was ändert. Und dann sage ich auch manchmal, also zum Content geht, den ich jetzt selber auch noch mitbetreue, ich so, okay, wir machen mal auf. Und wenn da einer was macht, dann kümmere ich mich drum. So, und das ist aber eigentlich ganz tief verankert. Und im Grunde ist es Verhinderungslogik versus Ermöglichungslogik. Aber man muss einfach sagen, diese Ängste sind schlichtweg unbegründet. Ja. Und wenn man sich sozusagen, wenn man diese unbegründeten Ängste überwindet, lässt sich eine Menge Geld sparen. Ja. So, also das wäre die Antwort. Und natürlich jetzt mit irgendwelchen offiziellen Sachen, keine Ahnung. Aber wir reden ja von Firmen, also von Firmenorganisationsintern. Wenn ihr jetzt Sachen, Richtlinien rausgebt nach draußen, wird es ja auch ein PDF. Und da ist ja ein PDF, ich war da vor, die habe ich gesagt, PDF rausgeben aus der Company, völlig okay, aber in der Company, also würde ich echt ermutigen, mit diesen, genau diesen Überlegungen, jede Änderung sichtbar, Menschen dran, ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Verwaltung da irgendwie Content-Vandalismus sichtbar bricht. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, aber waren sehr schöne Aspekte dabei, Dankeschön. Ganz kurz noch eine Frage online stellt, der ja. Frank, die Frage, wo hast du den Link geteilt? Also es ist nicht in dem Raum Mordor, sondern... Okay, den habe ich im Session-Pitch geteilt, aber dann teile ich den auch nachher gerne alles nochmal in Mordor. Das mache ich dann. Ich muss ihn gerne schnell machen. Ja, danke. Ich hätte gerade auch noch eine Frage. Ja, klar. Wir haben ja auch beide Systeme im Einsatz, Conference und SharePoint. Mhm. Und bei uns stellt sich jetzt gerade auch die Frage, ne, wir gehen nochmal ein bisschen in die Suchoptimierung, um eben halt auch uns vorzubereiten auf das Thema KI. Und jetzt gerade geht es halt ganz stark um die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Metadaten? Also vor allem Richtung SharePoint. Ne? Mhm. Ja, schlecht. Sieht es so aus. Genau, also wir haben es auch sehr inkonsequent gepflegt, auch gerade so Global Term Store und so eine Geschichte. Oh, ne? Also okay. räumen wir das nochmal auf, bereiten wir das nochmal auf und dann vielleicht einfach mal die Frage in den Raum, so wie steht ihr dazu? Brauchen wir das in Zukunft noch? Lohnt es sich da jetzt noch eine Menge Arbeit rein zu investieren oder wird es obsolet? Okay. Also Tatsache, dass ich habe ja erzählt, ich habe angefangen mit der Blog-Plattform, also muss man jetzt, also ich habe mich am Anfang mit symbolischer KI beschäftigt und Ontologien und wo der, na, Ontologien und, der, und alles ganz heilig und nur richtige Metadaten. Und dann kam das Web 2.0, Enterprise 2.0, der Harald hat das gestern auf der Folie. Und dann haben wir eigentlich alles weggeworfen bei dem Wiki und gesagt, ah, aber wir behalten noch sowas wie Tags. Also Leute können noch Tags vergeben. Übrigens was ja mittlerweile jetzt wieder aus den Plattformen, aus den offenen Plattformen fast verschwunden ist. Und wir im Wiki haben die Tags immer noch auch oben. Da haben wir wirklich das UI angepasst, damit die Leute sehen, hey, vergib mal ein paar Tags. Ja. Aber kein, auch wieder da komplett flat playing field, keine Regeln, nichts. Und so. Und wir haben gesehen, dass Leute eben Tags und freie Schlagworte vergeben. Das funktioniert nach wie vor. Und schon immer gab es die Fraktion, die gesagt hat, oh, Tags vergeben brauchen wir gar nicht, macht zukünftig. Also, da gab es ChatGPT noch 10 Jahre weg und die Large Language Models, aber das macht alles die Maschine. Und da habe ich gesagt, könnt ihr mal machen. Nur bitte schreibt dann an die Tags dran, dass das ein Tag von der Maschine ist.
weil ich habe die Diplomarbeiten über Jahrzehnte gesehen, was da am Ende rauskommt und was dann alles nicht rauskommt. Und also kann man alles machen, die Leute, die sagen, mach mal mit AI besser, sollen sie tun, aber meistens sind doch die Schlagworte, die Menschen vergeben, irgendwie viel hilfreicher. Möglicherweise mittlerweile in der Kombination, ja, aber es ist ja fast Richtung so AI, Ethik und Juristerei. Maschinengenerierte Inhalte bitte mal auszeichnen und von menschengenerierten Inhalten trennen. Wäre da der erste Tipp. Also Metadaten, wenn sie vergeben werden, wenn sich jemand die Mühe macht und wenn das eben auch im User-Interface angeboten wird und gut funktioniert, auf alle Fälle behalten. Und jetzt ist noch ein bisschen die Frage mit SharePoint-Wiki. Das ein Hauptmissverständnis ist immer, SharePoint kann ja dazu verwendet werden, um Dokumente abzulegen. Das sieht mit Metadaten ja manchmal nochmal ganz besonders finster aus. Jetzt weiß ich nicht, hast du eher von dem Side-Pages-Teil gesprochen? Sowohl als auch. Ja. Also Dokumente ist nochmal die Stufe drunter, da ist ganz schlimm. Ja. Also am besten PDF. Wir haben dann noch was als PDF abgelegt und rein in die Dokumenten-Library, weil also Versionsverwaltung, hätte man 2002 jemanden gefragt, was ist das nächste das Ding? Ja klar, dieses Ablegen von Dokumenten, wo wir ständig den Namen ändern, das ist ja total ineffizient. Also in 10 Jahren hätte man gesagt, natürlich verwenden wir alle Versionsverwaltung. Kein Mensch, es hat sich, also finde ich ein Faszinosum, dieses Versionsverwaltungsding hat sich nicht durchgesetzt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe da mit Consultants zusammengearbeitet, Weltklasse, PowerPoint V37. Dann für den Vorstand. Ja, also es gibt, will jetzt die Leute gar nicht sagen, Leute, ihr seid irgendwie bescheuert, man hat die User-Interface nicht hingebracht, es hat nicht funktioniert und eben genau das Wiki ist eigentlich das Ding, was die Version, das einem dann abnimmt und sagt, hier kannst du gar nicht was Neues. Die Seite hat diesen Titel, ja, und wenn du es verändern willst, also irgendwie, es gibt so Sachen, die, da hätte auch Gartner dann gesagt, ja, Riesenmarkt, Dings, zack und so nichts, das funktioniert einfach nicht, warum auch immer. Also insofern Dokumente ganz schlimm. Man sieht es auch, wenn man die in die AI gibt und man generiert dann die Links, sieht man sofort, Dokument irgendwie benannt, jeder hat seine eigene Interpretation, wie Datumsformate geschrieben werden, warum sind überhaupt Datumsformate in Dokumenten, ja, manchmal ganz gut, weil manchmal wird so ein ganzer Content kopiert, dann ist das nämlich weg und also dann sind dann häufig technische Kürzel drin, Also Dokumentenbenennung von Dokumenten, ich weiß nicht, funktioniert irgendwie nicht. Ja? Zumindest nicht in der Breite. Also ganz schlecht. Und SharePoint mit seinen Sidepages zu verwenden, ist schon erstmal näher an dem Wiki dran. Und dann müssen wir jetzt ins Detail gehen. Ein bisschen spricht das White Paper über die Details, aber das machen wir dann häufig. Wir sind Dokumenten-Fan. Also da könnte ich an der Stelle gerne unbedingt. Ich bin selber SharePoint-Berater. Oder im Microsoft-Umfeld. Ich tue mich mit dem Begriff SharePoint. Wir müssen da tierisch aufpassen. Genau. Also SharePoint ist immer und überall, wenn man in Microsoft ist. Man muss... Das stimmt auch. Der wichtigste Punkt, dass ich mache Beratung auch zum Thema Dokumente, generell Informationsmanagement im Unternehmen. Und ich kann natürlich auch zustimmen und sagen, ja, das mit den Metadaten ist halt immer so eine Sache. Ne? Also ich bin schon ein bisschen älter, in einem Geschäft, und ich habe das miterlebt, diesen Wiki-Hype, aber dann gab es auch wieder mal so diesen Dokumentenmanagement und nein, keine Ordner, sondern Metadaten und Verschlagworten. Und die Erkenntnis, die jetzt heute am Ende übrig ist, man muss auf den Use Case schauen. Was geht es? Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, wenn ich im Collaboration-Umfeld bin, also wenn ich ein Projekt habe und da muss ich Dokumente schnell auch gemeinsam bearbeiten können. Ich muss die Mitarbeiter animieren, auch Dokumente nicht auf ihrem Desktop liegen zu lassen, sondern im Team bereitzustellen, offen zu sein. Da ist das Thema Metadaten. Und du musst erstmal verschlagworten, ein Riesenhemmnis, ein Hindernis. Mitarbeiter ermuntern, ihre Dokumente dem Team bereitzustellen und keine Hindernisse legen. Also das heißt, in dem Umfeld würde ich auf das Thema Metadaten verzichten. Da sage ich, liebe Leute, wenn ihr mich fragt, wie legt ihr eure Dokumente in Teams ab? Macht das, wie ihr das eigentlich für richtig haltet, mit Ordnern und Unterordnern. Nichts mit Metadaten. Bin ich in einem anderen Kontext, rede ich über offizielle Dokumente, rede ich über rechtssichere Archivierung von Dokumenten. Ich muss es nach 10 Jahren immer noch finden. Dann bin ich in einer ganz anderen Situation. Ja. Also ich muss unterscheiden zwischen klassischen Collaboration-Situationen
schnell agieren muss und solchen, wo ich Dinge langfristig rechtssicher ablegen muss. Ich muss auch unterscheiden zwischen, wir reden immer über Wiki. Ich sage immer, bitte, was soll ein Wiki denn sein? Wiki ist doch erstmal keine Technologie, sondern Wiki heißt erstmal schnell, schnell. Ne, das ja, ist mal die Wortschöpfung. Ja, ja, ja. Aber letztendlich geht es doch darum, dass ich sage, hinter dem Thema Wiki steht die Möglichkeit, dass die Gruppe der Mitarbeiter oder eine größere Gruppe gemeinsam an Inhalten arbeiten können. Das kann ich in SharePoint genauso. Ich muss es nur richtig bereitstellen. Naja, da muss man ein bisschen aufpassen, was ich nur sagen will. Bitte nicht über Technik reden, nicht über SharePoint reden oder über bestimmte Plattformen. Ja, ich sehe es ein bisschen. Sondern man muss schon genau drüber reden, rede ich denn? Und da muss ich dann auch entsprechende Regeln. Also muss ich was zu sagen, weil da kommt der Psychologe in mir durch und eben auch diese Erfahrung mit dem, also auch das Wort Use Case. Es verwischt halt in der Regel. Leute fangen eben an, wollen schnell zusammenarbeiten und man muss ja noch froh sein, wenn sie die Veredelungsschritte überhaupt machen. Aber dadurch, dass diese Kategorien sich verwischen, auch die Systeme sozusagen sich durchdringen, also funktional nicht so sauber abgrenzen, findet, glaube ich, eigentlich diese rationale Use-Case-Überlegung beim User nicht mehr statt. Ja? Das heißt, dieser und schauen wir mal, wie es sich entwickelt mit der nächsten Generation, go with the flow. da entscheidet keiner mehr über einen Use Case. Sie werden schnell die Probleme lösen müssen und werden froh sein, wenn die am Ende noch diese Veredelungsschritte überhaupt machen und dann zu sagen, nee, pass mal auf, da hättest du jetzt eben ins andere System gemusst. Das findet nicht statt, würde ich sagen. Und natürlich ist es so, dass aus einem Wiki ja auch Dokumente erstellt werden können. Ich kann ja auch die PDFs erstellen. Vielleicht muss ich am Ende die Metadaten anreichern. Aber im Prinzip würde ich schon mal, ich weiß, SharePoint kann noch viel mehr, aber ich würde schon mal unterscheiden noch zwischen eben dieser Dokumentenablage und ich frage mich echt, wie viele Dokumente brauchen wir noch in Zukunft? Oder ist es nicht eben kollaborativer Content, der halt im Zweifelsfalle dann mit meinethalben mehr Aufwand zum Dokument zusammengebunden wird? Ja? Also ich stelle schon die Frage, ob dieses Konstrukt Dokument und also Strukturen braucht man. Also hierarchische Strukturen ist gut fürs menschliche Denken. Total cool. Die kannst du ja auch mit Seiten und so machen. Aber man könnte jetzt auch Digitalisierungstheorie betreiben und sagen, eigentlich macht Digitalisierung alles immer kleiner. Begann mit dem Musikalbum und endet beim einzelnen Titel. Und man kann eigentlich fast immer wetten, dass Digitalisierung die Elemente kleiner macht. Zwei Ausnahmen. Podcast und die Leute schauen sich ganze Serien an und keine einzigen. Aber ansonsten finde ich bitte alles zu mir, was Digitalisierung größer macht. Also im Grunde ist dieses Dokument, ich will nicht dogmatisch oder fundamentalistisch sein, aber das Dokument, ich würde sagen, 80% der Dokumente können weg oder können sekundär erstellt werden. Metadaten ist nochmal ein bisschen was anderes, aber an dem Wiki, an diesem, habe ich ja die Metadaten auch dran. Ich weiß ja genau, wer wann hat was wie gemacht. Das heißt, der Benutzer muss sich darum eben schon gar nicht mehr kümmern. Und dieser Dialog eben, Document Properties, Vorlagen Benutzer raus, das macht halt keiner. Es ist leider empirisch. Also super, danke, brauche unbedingt hier Gegenrede und brauche ja unbedingt Provokation. Das muss jetzt jemand hier. Online ist niemand? Okay, dann. Zu der Aussage, Wiki ist schnell, schnell, finde ich überhaupt nicht. Wiki ist eine Methode und folgt ganz strengen Regeln. Das Problem ist, dass die meisten Mitarbeiter kaum eine dieser Regeln kennt. Da widerspreche ich ganz kurz nur einen Hinweis, bin ich genau deiner Meinung, aber das hat nichts mit Technologie zu tun, ob das SharePoint ist oder anderes. Das ist ja nur ein Tool. Wir sind das eine Methode, ist kaum eine. Ja. Das ist eine Methode, also es ist ja natürlich schon eine technologische. Ich habe geschaut, gerade war nichts. Ein Satz zu Methode, ja, kann man lange diskutieren, aber es ist halt mal nur mal Fakt, dass es kollaborativ funktioniert, wobei Echtzeitkollaboration nochmal eine Herausforderung ist, dass es robust funktioniert, dass halt jede Version aufgehoben wird, dass es in einem bestimmten Raum eine Seite mit einem Titel nur noch geben kann. Das ist also Last Known Survivor, wo noch ein Subject, ne, das in E-Mail auch schon mittlerweile kaputt ist. Also im Grunde, diese Methoden werden halt heutzutage technologisch
umgesetzt. Und dadurch, dass die Technik halt so ist, wie sie ist, verändert sie halt wieder, wie wir damit arbeiten. Also das folgt bestimmten Prinzipien. Das ist auch das Problem, weil die Leute kennen nur SharePoint und denken, das ist ein Wiki. SharePoint ist alles, nur kein Wiki. Du kannst schon mit den Collaboration Pages, also vor 5, 7 Jahren, weil hatte der Kunde ein SharePoint und da gab es ein Wiki und das war das schrecklichste, rotzigste System, was ich kenne. Witzigerweise, Microsoft hat dann ja GitHub gekauft und das Wiki in Azure, also in der Cloud, das ist ein Wiki, weil darunter liegt GitHub, das sind einfache, weil die haben verstanden, dass das Prinzip, also das Berechtigungsprinzip im Wiki ist halt die Versionierung, wie du schon sagtest. Genau, das ist eine soziale Berechtigung und es funktioniert nach der Methode, ich muss um Erlaubnis fragen, was zu ändern, sondern ich muss um Entschuldigung fragen. Genau. Also jeder kann was ändern und wenn ich was falsch gemacht habe oder so, dann wird das im Nachhinein wieder korrigiert. So deswegen funktioniert das. Und ich kann jedem nur empfehlen, das Wiki zu verstehen und den ganzen Gedanken, sich einfach mal die Wikipedia anzugucken. Weil die Wikipedia ist das erfolgreichste Wiki. Wir haben in Deutschland, glaube ich, 3 Millionen Seiten. Die werden von 15.000 Leuten gepflegt. Und wenn man sich da ein bisschen mal reinguckt, wie die das machen, organisieren. Die haben hunderte von Regeln. Das ist das beste Wiki, auch wenn Firmen auch mal übernehmen könnten. Sachen, wenn Leute was so Nerds entwickeln, das sind so viele gute Prinzipien. Darf ich muss kurz abmoderieren, aber deswegen habe ich gesagt, Wikipedia 50% hilfreich, weil zum einen die Prinzipien total gut und zum anderen eben genau dieses Large Scale für ganz viele Leute und das ist ein Lexikon, das macht dir wieder die 50% der anderen Cases im Unternehmen kaputt, die sagen, wir haben ja kein Lexikon, gehen wir weg. Aber wir unbedingt, ich möchte es trotzdem noch hier, wir haben ja, perfekt. 3 Wortmeldungen. Also, los geht's. Online, unbedingt. Kurz, macht es vielleicht Sinn, dass wir die Fragen schnell sammeln und du dann gesammelt antwortest? So, macht mal. Ich rede ja so viel, sorry, aber ja. Also, okay. Frage nicht direkt, sondern Patrick Bundeswehr, Wissensmanager für den gesamten Geschäftsbereich, 260.000 Menschen. Ich kann nur sagen, dass dokumentzentrierte Arbeiten mit Entscheidungsfindung und Lageinformationen damit zu führen, funktioniert nur noch eingeschränkt in digitalisierten Welt. Das ist ein großes Problem heute und wir haben keine alternativen Systeme zurzeit. Okay. Ich bin Unfallzeuge bei der Einführung von SharePoint, weil die Rollenrechte-Konzepte eine Katastrophe sind, die dazu führen, dass unser gesamtes Wissen gerade von der Landkarte verschwindet. Alles diffundiert gerade von den Wikis weg. Die haben in der Zeit von Corona super funktioniert. Jetzt aber werden sie als unangenehm oder nicht mehr fancy genug wahrgenommen, weil SharePoint ist viel schöner und jetzt haben wir diese Tubes. Das geht alles runter. Und ich habe im Moment noch keinen Griff dran, wie ich das wieder heben kann und wie ich wieder die Community aktivieren kann. Und das ist ein großes Problem und ich hoffe, dass KI mir da irgendwann helfen kann, dass wir auch dann in der vektorbasierten Suche dann besser werden. Ah, da hilft nur natürliche Intelligenz. Okay. Zweite Frage? Machen wir die Fragen. Ich habe eine Frage zur Suche. Also ich glaube, Suche ist für den Anwender wirklich essentiell. Und um aufs Thema zurückzukommen, sind wir nicht AI-ready oder KI-ready, wenn wir nur über Systeme sprechen und über Wikis und über SharePoint? Wir sind nicht AI-ready, weil wir die Systeme... Weil wir nur über Systeme sprechen. Ja, okay. Aber die technischen Eigenschaften der Systeme und die Content bereitgestellt ist, hat halt massiven Auswirkungen darauf, ob es durchsuchbar ist oder nicht. Wie gut die Suche ist, das ist eben der Zusammenhang. Genau, aber wichtig ist doch, dass wir über die Suche sprechen. Genau, aber die Suche ist ja relevant für den Nutzer und nicht, ob es ein SharePoint ist. Das ist dem User, glaube ich, völlig egal, was dahinter liegt. Also wir müssten uns mehr auf die Lösung konzentrieren, als auf die verschiedenen Systeme. Ja, ja, klar, okay. Es ist richtig und klingt gut, aber letztlich, wie gesagt, wenn man die falsche Technologie wählt, dann wird irgendwie eine gute Suche zu erzeugen sehr schwierig bis unmöglich. Also das ist sozusagen die Botschaft. Natürlich kann ich sagen, mit beliebig viel Aufwand kriege ich am Ende alles schön, aber es sind einfach nur mal auch technische Gegebenheiten, die darüber entscheiden, über Wohl und Weh, ja. Also man kann Was ist dann die richtige Technologie für KI? Naja, zumindest eine, die adressierbare Links hat, wo die kleinere Einheiten adressierbar macht, wo ich sehen kann, wer hat was geändert, eben wo das automatisch entsteht, wo die Information, die Metainformation, welcher Content
oder welcher Content ist tot, eben automatisch entsteht, weil wir eben davon, das hat die Diskussion ein bisschen gezeigt und zumindest den Range aufgezeigt, dass also User diese Daten im Prinzip nicht mehr vergeben werden. Also es sind schon die Technologien und die Lösungen, wo diese Daten, die die Suche braucht, automatisch entstehen. Und die entstehen eigentlich eher, also du hast jetzt gesagt, klar, Suche ist wichtig. Suche ist aber der Konsumteil, ich will das finden. Und ich muss ja auf der anderen Seite, das haben wir aus dem Web 2.0 gelernt, ja den Teil des Erstellens sehr leicht machen. Also beide Sachen muss ich für ein technisches System. Wie kann es super einfach erstellt werden? Möglichst viele Datenspuren, die wir später für die Suche brauchen, bereitstellen. Und da ist halt so eine Wiki-Technologie ganz hilfreich. Und dann tut man sich mit der AI leichter. Ja. Also das, die Technik bestimmt schon sehr stark, was am Ende geht, was am Ende nicht geht oder was am Ende sehr schwer geht. Ich hoffe, das war es auf die Kürze. Ansonsten können wir auch nochmal persönlich irgendwie, wenn du da Fragen hast, darauf eingehen, weil die Zeit fortgeschritten ist. Genau, wir sind mit der Zeit durch. Ich weiß nicht, wäre es okay, dass ihr euch nach der Session nochmal zusammensetzt. Ich mir. Genau. Okay. Genau, ich online sehe ich jetzt auch keine Frage mehr. Danke dir, Birgit, für deine. Und vor allen Dingen dir, Carsten, für die Session hier. Ja, vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Ja.